Da heißt es für alle einmal kräftig schütteln und mit Optimismus an die nächste Aufgabe. Ob es geklappt hat, zeigt die nächste halbe Stunde. Wiedergutmachung das Thema. Die erste Chance dazu hatte der erste FCS gestern in Pirmasens. Warum es besser werden konnte, dafür hatten die Saarbrücker schlagkräftige personelle Argumente. Der Kapitän Manuel Zeitz war ebenso wieder verfügbar wie der Torjäger Patrick Schmidt. Dazu baute FCS-Trainer Dirk Lottner noch mannschaftlich um und brachte Kevin Behrens. Und dazu noch Sascha Wenninger. Doch all das nützte nichts gegen den FK Pirmasens. Thomas Wollscheid auf Ursachensuche in der Pfalz. Bekanntlich ist Fußball eine einfache Sache. Es gewinnt halt der, der die meisten Tore schießt. So wie gestern Abend, da erzielte FK Pirmasens zwei Treffer, das 1:0 durch Kahn Öser und das 2:0 durch Patrick Freier. Soweit, so gut. Fußball ist aber manchmal auch Emotion, Enttäuschung, ist kompliziert und verlangt auch nach Erklärungen. Ja, man kann es jetzt auf alles schieben. Man kann es auf den Ball, auf den Platz, auf den Schiri schieben, auf alles. Wir müssen bei uns anfangen, dass wir die Fehler gemacht haben. Aber ich denke, wenn man das Spiel gesehen hat, wir waren weite Strecken, waren wir die bessere Mannschaft, haben auch mit 10 Mann auf ein Tor gespielt. Also beginnen wir mal mit den Platzverhältnissen. Die waren mit Verlaub eine Katastrophe. Wir haben es vor dem Spiel angesprochen. Wir spielen hier heute kein Fußball. Es geht nicht um Fußball und es funktioniert auch nicht auf dem Boden. Jetzt hauen wir den Ball mal lang und gehen hinterher. Aber das haben wir die erste Viertelstunde gemacht. Sind dazu guten Aktionen gekommen, sind immer wieder hinter die Abwehr gekommen. Die Anfangsphase war auch gut. Preisschießen auf das Pirmasenser Tor und dazwischen Rasenpflege. Der FK Pirmasens nur mit Abwehraufgaben beschäftigt. Saarbrücken will ein schnelles Tor. Pirmasens kommt kaum zum Luftholen. Der FCS immer einen Schritt schneller, nutzt jede Gelegenheit zum Schuss. Und wie wäre die Begegnung wohl gelaufen, hätte der Schiedsrichter hier Handelfmeter gepfiffen. Zurück zu den Platzverhältnissen und dadurch bedingt technischen Fehlern. Durch Steven Zellner. Charles Ruck, auch ein Opfer des holprigen Rasens. Der Ball kaum zu kontrollieren, weder für den Abwehrspieler noch für den Stürmer. Es waren dreimal technische Fehler aufgrund der Platzverhältnisse, es waren Rückpässe, die verspringen. Ja, und dann kam natürlich auch noch ein bisschen wieder die Verunsicherung hoch. Ne? Und das ist ja das was man an unserer Mannschaft auch immer wieder mal feststellt, dass wenn es dann immer wen, also wenn der erste Fehler, der zweite Fehler dazu kommt, dass wir da nicht in der Lage sind, dagegen zu steuern. Verunsicherung am meisten spürbar bei Daniel Döringer. Sein Rückpass bringt Manuel Zeitz in die Bredouille. Ein Trikotzupfer, ein Pfiff, eine rote Karte. Eine zwar harte, aber vertretbare Entscheidung. Zeitz, nicht letzter Mann, Rau hätte noch eingreifen können. Die Seele des FCS-Spiels damit vom Platz gestellt. Und die FCS-Verunsicherung nimmt zu. Wieder Fehler Döringer. Dominik Rohracker, der Ex-Saarbrücker, verschont seine alten Kameraden. Der Klottner versteht die Welt nicht mehr. Von der starken Anfangsphase ist nichts mehr zu sehen. Ausnahme kurz vor der Pause. Patrick Schmidt. Und auch hier hätte es Elfmeter geben müssen, weil Adam Busit den Ball mit der Hand für Schmidt vorlegt. 0:0 zur Pause. Lottner beordert Zellner für die zweite Halbzeit ins defensive Mittelfeld auf die Zeitsposition, holt den schwachen Döringer vom Platz und Ivan Sachanenko kommt als kopfballstarker Innenverteidiger. Das alles beflügelt die Saarbrücker. Ich glaube, wer die zweite Halbzeit gesehen hat, hat gesehen, dass das erstens zur Stabilität
beigetragen hat. Andererseits auch Zelle da mit seiner Dynamik auch immer wieder mit Ball am Fuß natürlich auch Räume schaffen konnte. Es ist die beste Phase des ersten FC Saarbrücken. Steven Zellner, für diese Dynamik haben sie ihn geholt. In der Mitte Markus Mendler, aber im Abseits. Es spielt eigentlich nur noch der FCS. Wer hat hier einen Spieler mehr auf dem Platz? Sie kämpfen, sie haben Chancen. Der Treffer liegt in der Luft und er fällt auch auf der anderen Seite. Einer der wenigen Pirmasenser Konter in der zweiten Halbzeit, Rohracker. Was macht Torwart Ziemer? Nichts. Kanöser gerade eingewechselt, der Torschütze. Rohracker hat für seinen Pass alle Zeit der Welt und Ziemer glaubt, das für seine Abwehrreaktion auch zu haben. Öser profitiert. Der FCS im Rückstand und jetzt von der Rolle. 9 Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Felix Bürger im Zweikampf mit Sascha Wenninger. Schiedsrichter André Klein gibt sofort 11 Meter. Auch die Zeitlupe gibt keinen genauen Aufschluss darüber, ob Wenninger seinen Gegenspieler berührt hat. Das Duell lautet nun Patrick Freier gegen Rico Ziemer. Und irgendwie passt dieser Elfer zur Geschichte des Spiels. 11 Meter gehalten und dann doch das Gegentor. Aufstiegshoffnung für den ersten FC Saarbrücken. Ade. Aber der Blick des FCS geht nach vorne. Fakt ist, dass wir nach wie vor dabei sind, hier eine Mannschaft zu entwickeln. Und auch Niederlagen gehören zu einer Entwicklung dazu. Auch mit diesen schwierigen Situationen vielleicht jetzt mal umzugehen. Auch das gehört dazu, wenn du eine starke Mannschaft werden willst. Nicht nur fußballerisch, sondern auch mental. Und ich glaube, dass die Phase uns vielleicht dann auch in den nächsten Wochen noch helfen wird, da aus der Saison dann am Ende des Tages auch noch mal gestärkt rauszugehen. Und vielleicht diese Dinge schon mit in die neue Saison nehmen kann und nicht mehr erst erfahren muss. Sollte diese Niederlage wirklich einen positiven Nebeneffekt haben? Als Fazit bleibt, jubeln darf die Mannschaft, die die meisten Tore geschossen hat. Und das war gestern Abend der FK Pirmasens. Und Wunden lecken dagegen beim Verlierer. Und das ist der erste FC Saarbrücken. So einfach kann Fußball sein und so schwierig für den ersten FCS. Was ruft man der Mannschaft des FCS hinterher? Spiel abhaken, nach vorne schauen. Der nächste Gegner, Watzenborn-Steinberg, am kommenden Samstag. Ab jetzt heißt es in erster Linie für jeden Einzelnen, sich durch Leistungen für die zukünftige Planung beim FCS zu empfehlen. Überblick. Pirmasens gegen Saarbrücken gestern 2:0. Stuttgarter Kickers gegen Koblenz 0:1. Waldhof Mannheim gegen Ulm haben Sie jetzt so einen Ausschnitt zumindest mal gesehen. 3:1. Elversberg Kassel 2:0. Kaiserslautern 2 gegen Steinbach 3:0. Watzenborn-Steinberg gegen Astoria Waldorf 3:2. 2 Spiele morgen mit Trier gegen Offenbach, Hoffenheim gegen Homburg und dann Nöttingen gegen Wormatia Worms am Montag. Stuttgart ist spielfrei an diesem Wochenende, aber es lohnt sich dennoch jetzt schon ein Blick auf die Tabelle. Die haben wir für Sie vorbereitet. Waldhof Mannheim Spitze mit 56 Zähler, 1 Punkt zurück die SV Elversberg und 8 Punkte Vorsprung auf Steinbach. Das lässt sich sehen, 10 Punkte auf den ersten FC Saarbrücken. Dann geht es runter über Hoffenheim, Koblenz, Ulm zu Hessen-Kassel und Wormatia Worms. Astoria Waldorf, der VfB Stuttgart, Homburg im Moment 12. allerdings mit einer Partie weniger. Und am Tabellenende Watzenborn, Steinberg, Eintracht Trier und Nöttingen.